Ja, und auch herzlich willkommen diesmal zu der Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute haben wir den Löwen am Start, weil im Replay of the Week ist ein Deutscher immer ganz gern gesehen, sowohl bei euch als auch bei mir. Und ja, hier hat er natürlich riesengroßes Glück, dass er hier Top-Tier ist, 8er, 7er, 6er Gefecht auf der Karte Winterberg. Aber wir werden einiges an Schaden sehen und auch dementsprechend an Experience. Also von dem her sollte uns da eigentlich ein sehr schönes Replay erwarten, schätze ich mal. Dann schauen wir mal, wo er da jetzt hinfährt und wie er da jetzt sich verhält. Also er fährt hier mal in die Stadt rein, bleibt nicht hier außen. Auch das sieht man immer mal wieder, auch von Heavys. Besonders hier, da wo der WZ steht und rein snipend. Aber das macht er nicht, nein. Er denkt sich, ja, ich fahre da mal mittig rein und schauen, was da so passiert. Hier, da muss er aber aufpassen, dass der Gegner nicht da schon steht. Und jetzt sollte er eigentlich gleich Action bekommen. Weil da dürfte jetzt eigentlich der Gegnerreigen warten. Ja, und da kommt zumindest mal ein T28. Und die Arti geht da hinten auch auf. Die ist da mal kurios. Also ich glaube, die wird es gleich ganz schnell da bereuen. Sie hat zwar noch einen Schuss rausbekommen und auch 402 Schaden gemacht. Ist nicht schlecht gewesen. Aber ja, ist eigentlich ist wirklich kein guter Artispot gewesen. So, und er hat es dem HTC sofort eingeben können. Und da die nächste Arti, was haben denn die denn da? Naja, also auch um die kümmert er sich jetzt gleich. Ja, und weg mit der. So, der T28, der nervt ihn da weiter, aber da lässt er sich gar nicht groß aus dem Konzept bringen. Schießt dann natürlich zurück. Und jetzt ein T50 mit HE. Jetzt muss er erstmal noch den T28 da rausbekommen, bevor er sich auf den anderen HE-Nervbolt da kümmern kann. Ja, und den hat er rausgenommen. Ganz einfach, ohne große Probleme, wie man da gesehen hat. Auch der Tiger P hat jetzt da direkt seine Schelle bekommen. Und er bounced hier alle Schüsse nacheinander. Die letzte Arti, die dritte Arti, auch die hat ihn hier auf dem Kicker. Also von dem her hat er sich hier als Arti-Ziel beworben. Susu ist raus. Und kommt noch eine Hellcat dahinter hervor. Ewig würde ich jetzt hier nicht stehen wollen im Sinne von der Arti wieder mal. Aber er kann jetzt natürlich auch nicht einfach stupide drauf fahren. Das bringt ihm auch nichts. So, jetzt hat er die da sich eigentlich ganz gut parat gelegt. Der Tiger mit dem nächsten Schuss nimmt er den raus. Ja, genau so ist es nämlich auch. Und die Hellcat. Ja, da macht er kurzen Prozess. Gar nicht lange rumtun, sondern zack, mit einem Schuss ist er da schon weg. Sechster Kill, damit ist der Krieger schon am Start. Der 150er schaut hier auch nochmal wieder rum. Aber der bleibt bei HE. Aber die Arti, die nervt weiterhin hier ordentlich. So, jetzt kann er die Arti mal rausnehmen. Sein Hauptgeschütz ist kaputt. Da muss er jetzt einfach mit leben. Da kann er jetzt nichts gegen tun. So, der KV hat jetzt da den T150 rausgenommen. Sie liegen mit 10 zu 8 Grad in Führung. So,
Und jetzt, natürlich muss er da lange einaimen mit der kaputten Kanone, um da die Arti rauszunehmen. Aber siebter Kill, nächster geht schon dann für die Radley Walters. KV2 darf man aber nie unterschätzen, denn der nervt mit seiner Kanone ja bekanntermaßen extrem. So, Wahnsinn, gleich angezündet. Er selbst bekommt, Gott sei Dank hier, muss man schon sagen, nur 299 Schaden. Und ja, der Brand hat richtig wehgetan. Das heißt, mit dem nächsten Schuss kann er jetzt schon auch den KV2 rausnehmen. Und hat dann seine Radley Walters. Der KV2 versucht hier noch alles, um möglichst irgendwie da aus der Affäre rauszukommen. Aber er hat keine Chance. Auch der ist weg. Und jetzt gibt es noch den IS-3 und den Skorpion. Aber da muss er echt aufpassen. Er schreibt schon, er will zwei Kills. Also er ist da gierig. Er will beide natürlich haben für die Pool. Aber den Scorpion und auch den IS-3 sollte er nämlich unterschätzen. Oh, okay. Das war schnell. Gute Reaktion. Wahnsinn. Scorpion, gar kein Problem. Schnell im Auto eben rausgenommen. Aber den IS-3 wollte ich natürlich besprechen. Nicht den Scorpion, der schon lange tot ist. Denn der IS-3, der macht natürlich locker 298 Schaden. Ohne da jetzt großartige Probleme dabei zu haben. Der IS ist da in der Mitte und er wählt jetzt hier die direkteste Route, fahrt gar nicht erstmal irgendwo großartig noch hin, sondern der will unbedingt hier den Kill haben. Ist natürlich auch immer kritisch, hat da jetzt zeitlich von der Arti einbekommen, er selbst hat auch nochmal einmal reingeballert, zeitlich jetzt auch noch vom VK und mit ein bisschen Glück sollte er hier den nächsten machen können, aber er hat halt noch 331, das muss nicht unbedingt der Killshot sein und genauso ist es und jetzt will er ihn rammen und mit dem Rammen hat er gerade noch hier sich den 10. Kill geholt und sich die Pool geschnappt. Sehr schöne Runde und das in 7 Minuten 16 Sekunden hat er da 1996 XP sich erfarmt und 6272 Schaden. Also ich glaube, das kann man lassen. Das war eine feine Runde und für mich auch ein verdientes Replay of the Week mit dem Löwen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.